Alles gut, alles gut, alles gut. Ich mach nur langsam. Das ist immer so, auch wenn ich auf Baustelle bin oder so. Geil. Freunde, wir sind jetzt angekommen in Halle 9 und jetzt gehen wir zu Gym 80, weil da gibt es die goldenen Kurzhanteln. Und irgendwie ist alles hier vergoldet, sieht irgendwie voll cool aus. Ja, und die testen, viele Leute jetzt die Geräte austesten und so weiter. Ah, da sind die Kurzhanteln, ich sehe die, auf der Seite. Die Kurzhanteln sind auf der Seite. Ich muss schon wieder aufs Klo. Ich war jetzt in der letzten Stunde 5-mal. Also, Freunde, ich muss schon wieder aufs Klo. Also wirklich schon wieder. Ich kann das nicht fassen. Das ist, also entweder die Diät hat jetzt richtig angeschlagen, so jetzt auf einmal jetzt richtig viel passiert. Du bist aber 40 Jahre gealtert. Bin ich jetzt gerade 40 Jahre gealtert? Achso. Wem geht aber auch aktuell so oft aufs Klo, von daher. Ich gehe nachts 6-mal aufs Klo, hat er gesagt. Deswegen, ich könnte niemals nachts so oft aufstehen. Warte mal, bis du auf Wettkampfdiät kommst. Ah, das wird geil. Dann gehen wir aufs Klo und dann sehen wir uns gleich wieder mit 200 Kilo. Bis gleich. Du hast mich gerade gefragt, ob wir uns auch jetzt aufwärmen. Ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt auf. Weil ich habe mich bei 160 Kilo jetzt nicht aufgewärmt gehabt, aber bei 200 Kilo habe ich ein bisschen mehr Respekt. Wärme ich mich mal ein bisschen auf hier. Ey, achso, ist das extra für Rudern gedacht? So, oder was? Ja, du kannst Gewichte reinlegen. Ich mache jetzt einfach mal 30, kurz noch ein bisschen aufwärmen. Das ist geil, richtig geiler Stretch. Wenn das Ding jetzt wirklich da, kannst du reinlegen. Hey, how you doing? My name is Johnny Münster, 24 years old from Germany. I want to say hi to Gym 80 USA. Yeah, buddy. Ehre. Da ist noch eine 20er, oder? 25er? Da kann auch auf, egal. 25er, also, sind nur aufwärmen. Eine richtige Wiederholung mit so einer großen Hantel zu machen, ist schwer. Hättest du was Kleineres, Kompaktes, was 200 Kilo wiegt, wäre es einfacher, als ein Riesending hoch zu katapultieren. Es wird gleich richtig schwer, Alter. Ich hab Bock. Mal ran, testen, rausheben, mal schauen. Stell dir vor, ich heb's raus und sag nein. Zeigst uns deine geile Form, Junge. Ich mach einen Tanktop, mal schauen. Tanktop? Ich mach eine Unterhose. Ich mach einen Bodybuilding-Slipper, stell dir mal vor. Nee. Mal schauen, okay, Alter. Wir lassen den jetzt mal in seinen Tunnel kurz und dann hebt er gleich die 200, danach mache ich Seitheben damit. Okay, geil. Was, ja, wie gesehen. Geil. Ich würde sagen, ich hebe sie zuerst mal so raus, um das Gefühl mal zu haben. Let's go. Prognose, 3,5. Wenn überhaupt. Anderthalb, passt doch auch. Das sind echt die schwersten Hanteln auf der Welt jetzt, ne? Ich habe auch einen Gürtel mitgebracht, Freunde. Wenn ich es nicht schaffe, bitte nicht enttäuscht sein, ja? Ah, shit. Hoppa. Zuerst mal in Position. Ich probiere zuerst mal mit rechts. Mit links bin ich stärker eigentlich, deswegen. Ah! Hey, 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 hey. Oh! Oh, shit. Alter, das ist so geil schwer. Kaum zu bewegen, Alter. Alter, das sind 3,5 jetzt bis jetzt. Super. Hast bis jetzt schon geschafft. Ich mach mit links. Alter, ist das schwer. Alter. Geil, das ist so geil bis jetzt. Ain't none but a peanut. Ah. Warte. Das. Ich glaube, der Boden biegt sich durch. Geil. Das. Oh, fuck. Das. Komm mal, jetzt 4,5. Wenigstens 4,5. Das. Das. Oh, shit. Done, Alter. Heavy, Alter. And now back. I'm done. I will re-rack. Ja, Hantel. Größte Regel, wenn man Hantel rausnimmt, auch wieder aufräumen. Auch wenn die Scheiße 200 Kilo wiegt. Aber ist gut. Aber ich kann sie ein bisschen rollen, glaube ich. Ja. Does someone else want to try to lift it from the floor? Yeah, I want to try. You want to try? Yeah. Before I re-rack you. So, lift it, brother. It's heavy. It's heavy as shit. Oh, yeah. I did 160, did I'd say. One hand. I did 160 with 160 kg for 6 or 7 reps. But that one is like out of my range. Let's go. Brother, go. Hast du hier irgendwas gesehen? Ich habe jetzt nur die Zugkiste. Komm her! Come on! Alle ran! Wer probieren will, kann probieren. Let's go! So langsam auf dem Boden liegt, oder? Okay. Ja, komm gerne ran, alles gut, alles gut. Boah, das ist groß geworden. Danke, meine Ehre. Danke dir. Danke ebenso. Viel Spaß. Danke ebenso, danke.
Jetzt gerade muss ich nicht aufs Klo. Das Gute ist, ich glaube, ich habe gerade so viel ausgeschwitzt, dass ich jetzt eine gute Form habe fürs Posing mit Markus Rühl. Alles super, Mann. Jetzt gibt's zuerst mal ein Posing mit Markus Rühl. Mal schauen, ob es klappt. Ich habe Heiko gefragt, ob er Markus mal fragen kann. Achte, pass auf, es ist halt schwer, Markus zu erreichen. Ne? So kann man anschreiben und so, aber der bekommt ja unendliche Nachrichten. Ah, shit. Here we go again. Mein Lieber, schlechte Nachrichten. Wir kommen da nicht rein. Egal, ist gut. Was machen wir jetzt? Geht nicht klar? Geht nicht klar. Hat er Nein gesagt? Nein, leider nicht. Egal. Was machen wir jetzt? Dann gehen wir nach draußen und machen da Fotos. Dann machen wir das so, oder? Okay. Gehen wir weiter. Dann gehen wir weg von der Wand hier. Alles klar, machen wir. Wir gehen raus. Okay, kommt ihr mit. Ihr könnt gerne mitkommen. Ihr macht da draußen weiter. Rein in die Futterluke. Ja, Freunde, jetzt gibt es erstmal ganz gut was zum Essen. Nächste Mahlzeit, dann Community Battle und dann geht's zur Fotowand. Yeah, buddy. Hallo. Fikovic. Wie geht's? Sehr angestrengt. Bei dir? Stabil. Penis. Wie war dein Battle? Hast du gewonnen? Nein. Warum? Ich habe mit 60 Kilo 36 Reps Bizeps Curl gemacht. Der andere muss einfach mit 20 Kilo machen. Ist schon wieder? Ich hab nur 4 Reps mehr. Also. Warum musst du wieder aufs Klo? Weil ich im Minicut bin. Ich kann aber aufs Klo. Und warum ich auf das Klo muss, ist folgendermaßen. Weil er viel trinkt und im Cut ist. Ganz einfache Antwort. Ihr wisst warum. Viel trinken, viel Pipi. Ganz einfach. Ja, ja. Alright, jetzt Sieg ist sicher. Jetzt wird's spannend. Ja, ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann doch nichts anderes außer Bankdrücken auf dem Stuhl sitzen. Gut aussehen kannst du auch. Aber das ist deine Stärke, oder? Eventuell. Oh, also das wird ein heftiges Battle. Aber bin ich gespannt, das Ding ist, es ist ja nicht nur Bankdrücken, also die wissen ja auch nicht mit welchem Gewicht oder wie man danach. Das stimmt. Gut aus. Oh, wie geht's dir denn so, Mann? Ja, ich bin schon auch gern zittern, also ich weiß nicht, wie lange ich das auch halten kann. Du machst das doch schon, oder? Der Kollege neben mir sieht ziemlich entspannt aus, also ich glaube, der macht dir 3 Minuten voll. Ja, das Ding ist sicher. Oh, warte, jetzt wackelt's. Oh, jetzt wackelt er. Wie viel wiegst du denn aktuell, Großer? 127 Kilo. Okay, das ist eine Hausnummer bei Frank. Wie alt bist du denn? 18. 18? Mit 130 Kilo fast. Ich bin fertig, Digga, ich lasse dich. Oh, der ist abgewonnen! Aber ganz einfach nur mal die Community. Sehr schön. Sehr schön. Was? Johnny! Johnny, du musst Hula Hoop machen! Ja, okay. Ist das dein Ding, hä? Also mit Zusatzgewichten weiß ich, ob es funktioniert, aber ich glaube, ich mache keine Zusatzgewichte, oder? Aber du hast doch einen geilen Hüftschwung, oder? Yeah, buddy. Das will ich auch gleich sehen, also da freue ich mich drauf. Erstmal, wie sieht's bei hast dir aus? Hast du schon mal Hula Hoop gemacht? Warte. Als Kind? Ja, korrekt. Wie sieht's bei dir aus? Nicht wirklich Erfahrung, vor ein paar Jahren als Kind. Also lass, so wie Johnny. Lassen wir die beiden mal kurz üben. Also, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du noch relativ sicher? Bist du noch relativ sicher, dass du es gewinnst? Ja. Was meinst du, wie lange hältst du aber die Sekunde, die zieht durch. Geht mal eine Sekunde länger als Johnny. Ey, Mann, fett einen Applaus dafür. Dieser Applaus, bitte. Das ist ja krank hier. Johnny. Und so länger du das hier rauszögerst, umso länger müssen die Leute warten auf ihre Goodies. Soll ich aufhören? Nein! Mach weiter! Nein! Aufhören! Nein! Okay. Ein bisschen machst du noch. Warte, ich wollte was sagen. Was soll ich schreien? Okay, schreit. Oh, scheiße. Schreit. Oh! Wenn ich sage Nein, dann müsst ihr schreien. Wenn ihr Ja schreit, dann müsst ihr auch Nein schreien. Die Leute, die Stimme, die jetzt lauter kommt, gewinnt. Für Nein! Aufhören! Also, ich sag jetzt nein, dann müsst ihr schreien, okay? Soll ich aufhören? Nein! Soll ich aufhören, ja? Ja! Was sagst du? Ich bin Hula-Hoop-König, oder? Ich bin natürlich Weltmeister, weißt du? Ich hab ja dank WM jetzt 10 Tage 45 Minuten Cardio gemacht, hätte das fast eine Stunde ausgehalten, glaube ich. Am Anfang dachte ich, es krampft, aber da war mir das egal. Das ist für mich super. Das war mein Cardio für heute, oder? Dein Cardio ist safe für heute erledigt, Digga. Das war zu viel. 100%. Aber gut, oder? War gut. Respekt für die Leistung, Alter. Wie viele Minuten? 10? Das waren also über 10, das war 15 sogar. Der Typ kann einfach alles. Das ist aber, ohne Witz, ist Spaß beiseite, da sieht man, was du für eine Körperbeherrschung hast. Deswegen kannst du auch so gut posen. Danke, Bobert. Das könnte eine moderne Kunst sein, wie ich so traurig gucke. So.
den Apfel so an. Das ist so eine Kritik an die Gesellschaft. Nee, gleich hast du einen Apfel im Mund. Ja, lass ihn mal. So, ich sag, hey guys, my protein is ready. Und dann setzen wir ihn noch ein bisschen mehr zusammen. Und dann machst du noch. Und dann ist Lars da. Aber du musst noch auf jeden Fall ein Stück hinter, wenn ich das Video anschaue. Weil du bist viel zu nah und zu breit. Ich distanziere mich. Dir gleich meine Schulter ausgekugelt. Lass so, wie es angenehm für dich ist, okay? Ja, sehr angenehm für mich. Du machst das viel zu gut, Johnny. Du hast das echt nochmal gemacht. Das sieht straight aus dem KitKat aus, auf jeden Fall. Also, wenn jemand braucht und mein Mensch dafür, bin ich am Start. Guys, our protein is ready! Yeah, protein, protein! Protein! Protein, 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 protein! Protein! Okay, noch eine Runde. Guys, our protein is ready, it's a Crossfitter! Yeah, protein, protein! Protein, protein! Protein, 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 protein! Dafür alle ein Abo auf meinem Kanal da lassen. Ja? 100 Milliarden Klicks. Ich lag hier last zuerst natürlich. Ihr habt gerade gesehen, was ihr noch gemacht haben. Ich hatte diese Real-Idee in meinem Kopf, wo ich den Tisch einfach gesehen habe. Eigentlich eher, wo ich diesen Rolltisch da hinten in der Ecke gesehen habe, da, der kleine da. Weil eigentlich kommt jemand angefahren und steigt halt so das Schwein quasi oder halt so das Essen, serviertes Essen. Und dann, das war quasi so die Idee dahinter. Mal schauen, wie das Video läuft. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, Freunde. Ich habe euch lieb. Ehre an dieser Stelle. Haut rein, euer Johnny Cock. Out. Okay.